Debatte. Das Erstaunliche daran ist, im Mittelpunkt eines weiteren Streits. Lauter kleine Erzählungen. Und es bleibt dabei eine Frage von außerordentlichem Gewicht. Das richtige Wort zur richtigen Zeit. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung, die mit einer Frage aus dem Jahr 1932 beginnt. Albert Einstein stellte sie Sigmund Freud und sie lautete: Gibt es einen Weg, die Menschen vom Verhängnis des Krieges zu befreien? Freud antwortete mit einer Gegenfrage: Warum nehmen wir den Krieg nicht hin wie andere Notlagen des Lebens? Wir wollen die Frage heute erneut stellen an einen Mann, den man vielleicht als den Statthalter von Sigmund Freud in der heutigen Zeit bezeichnen kann. Er war die Ikone, die Leitfigur der Friedensbewegung der 80er Jahre und er ist Friedensnobelpreisträger geworden 1985 mit der Internationalen Organisation der Ärzte gegen den Atomkrieg. Heute zu Gast der Psychoanalytiker Horst Ebert Richter. Herzlich willkommen, Herr Richter. Ich darf einmal sprechen. Die meisten Zuschauer, auch unsere, kennen den Krieg jetzt nur aus dem Fernsehen und im Moment wird sehr viel Krieg gesendet. Ist das das Gegenteil von Aufklärung eigentlich? Naja, das kann man wohl sagen. Also in Schweden gab es ja eine sehr eindrucksvolle Studie, sogar von dem Amt für psychologische Verteidigung, also einer offiziellen staatlichen Organisation, eine Untersuchung über das Verhalten der Medien im Kosovo-Krieg. Mhm. Resultat: Die Medien heute im Westen benehmen sich vielfach wie eine vierte Waffengattung, neben Heer, Marine und Luftwaffe. Das nicht wie eine vierte Gewalt, die darauf nicht wie eine vierte Gewalt, ja nicht. Aber wir sind ja nicht in der Lage zu transportieren, was Krieg wirklich ist. Also wenn Sie beispielsweise diese Bilder sehen, gibt es Erinnerungen an das, was Sie als 18-Jähriger erlebt haben, als Sie eingezogen wurden, 41? Also jetzt, wenn so Kämpfe demnächst kommen werden, so wie sie etwa auch in dem Film Soldat Ryan zu sehen waren, nicht wahr? Das erinnert mich sehr an das, was ich noch in mir drin habe. Die Bilder, die ich noch genau habe, wie ich mit 18 Jahren in Russland war, zum Beispiel bei unserem Übergang über den Don und dann in einer Nacht, also etwa die Hälfte unserer Mannschaft verloren haben und dieses Krachen und das Wimmern und die Verletzten und die Verstümmelten und die Angst und der Geruch in der Luft und was das dann in einem anrichtet, nicht? Das, davon wird man nie frei. Ich glaube, daran denken Politiker auch am allerwenigsten, was denen angerichtet wird, die dann töten müssen. Und töten müssen Menschen, die man nicht als persönliche Feinde erkennt. Ich habe bis heute noch so russische Leute, die ich kennengelernt habe, meine Ruhestellung im Kopf. Damals habe ich mir gesagt, so, ich werde sofort nach dem Krieg wieder nach Russland fahren, dass die mal und zu denen ein freundschaftliches Verhältnis herstellen. Und das war vielleicht auch einer der Gründe für mein späteres Engagement. Der Krieg entmenscht. Ja. In dem Sinne ja auch, dass man tötet, was man eigentlich, wofür man eigentlich nicht erzogen wurde. Sie jedenfalls wurden nicht dazu überhaupt erzogen. Nicht. Also Sie haben einen Prozess durchgemacht, um dieses tun zu können, die militärische Disziplin. Naja, also ich vermute, wenn ich an diese Bilder denke, da dieser russischen Menschen, den ich damals, oder wo ich das Gefühl hatte, ich fahre jetzt hier, der Krieg wird bald zu Ende sein. Ich war naiv, das war 1942, das sah so aus, dass die Deutschen überall Erfolg haben. Dann dachte ich, ich habe mich so geschämt, weil ich die Menschen so freundlich erlebte, die Russen, in Ruhestellung mal. Später dann? Nee, damals. Damals, mitten im Krieg. Die Zivilisten. Ja, Zivilisten, wenn man mal da in so einem Haus übernachtete. Und ich meine, dass auch jetzt viele Soldaten freundliche Iraker kennenlernen. Und die wurden uns ja alle immer als freundlich geschildert. Ja. Nicht wahr? Das sind nicht die persönlichen Feinde, die dann umgebracht werden. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die dann ihre Cruise Missiles abschießen oder ihre Raketen oder Bomben, dass es denen doch schwierig ist, daran zu denken, was sie da anrichten. Obwohl sie es nicht sehen, in diesem modernen Krieg nicht, ist man selber in geschützter Entfernung, wenn man da aus dem Flugzeug oder von den Flugzeugträgern aus abschließt. Aber dann, man sieht nachher doch die Bilder. Und so das begleitet das ganze Leben. So wie Sie Ihren ersten Toten gesehen haben, das haben Sie mal geschildert. Und nur am Rande bemerkt, eine lebensgefährliche Krankheit, nämlich Diphtherie, hat Sie im Prinzip, hat Ihnen das Leben gerettet, weil so Sie nämlich bin ich kurz vor Stalingrad davon gekommen und habe dann am Radio gehört, wie 200.000
deutsche Soldaten dann teils umgebracht wurden, teils in Gefangenschaft kamen und, glaube ich, 5000 sind zurückgekommen. Diese Einstein-Frage ist ja eine einfache. Gibt es einen Weg, die Menschheit vor diesem Krieg zu bewahren oder sie davon zu befreien? Gibt es darauf eine einfache Antwort? Eine einfache sicher nicht, aber ich glaube nach wie vor an die Chance einer zunehmenden Zivilisierung. Nicht? Der Konrad Lorenz hat mal gesagt, es ist kein Instinkt, der uns zwingt, Kriege zu machen. Bei allen höheren Tierarten gibt es eine Hemmung, dass auch die Menschen, die dann gegeneinander kämpfen, dass sie sich nicht umbringen. Die haben eine Hemmung zu töten. Der Mensch ist die einzige Art, die es jetzt fertig bringt, also mit diesen furchtbaren Waffen, die Existenz des ganzen Geschlechtes in Gefahr zu bringen. Und deshalb ist das nicht instinktiv. Und das ist ein Lernprozess. Und ich denke immer auch an Leute wie Mandela oder an Gorbatschow oder andere, die es fertiggebracht haben, eine scheinbar ausweglose Verfeindung. Mhm. Mandela, jeder hat gedacht, es Südafrika ist... das Chaos aus, nachdem es die gibt dann Rachekrieg und so. Also sind Menschen imstande, sich anders zu verhalten, mhm, und sind nachher entlastet und glücklich und stolz auf sich selber, wenn sie eine Verfeindung überwunden haben, wie es uns ging zum Beispiel nach dem Ende des Kalten Krieges. Wo man immer dachte, nach dem Ende des Zweiten Krieges kommt die Friedensdividende. Wir sind im Moment in einer völlig anderen Situation. Liegt das daran, dass George W. Bush als Person einfach eine andere Konsequenz aus dem zivilisatorischen Prozess gezogen hat? Oder woran liegt das? Warum gibt es diesen Krieg? Also ich meine, natürlich reizt es mich als Psychoanalytiker, die Person von George W. Bush zu begucken, was ist das einer, nicht? Oder was sind das für Leute um ihn herum? Ich will gar nicht erst bei ihm anfangen, aber wenn ich kürzlich gelesen habe, dass Paul, der Außenminister, nach einem Gespräch mit seinem französischen Amtskollegen gesagt hat, als er raus war, also was ist das für ein weichlich-weibischer Mann? Mhm. Und da denke ich als Psychoanalytiker, wenn die in diesem Kreis eine solche Sprache pflegen und diesen Krieg sozusagen als eine Männlichkeitsprobe auffassen. Also wir Amerikaner, wir werden dann so im Sinne von High Noon mal wieder einen Sieg erfechten und dann uns stärken in unserem Selbstgefühl. Das ist also für mich psychologisch eine Stufe so der jungen Leute, so Halberwachsener, die dann so männliche Mutproben machen. Ja, wie kommt Condoleezza Rice ins Bild? Das ist ja eine Frau. Ja, es gibt auch Frauen, die, ich bin ja aufgewachsen in einer Zeit, als eine solche Form von Heroismus gepredigt wurde und die jungen Mädchen alle auf, also die sprangen auf diese jungen Burschen, die dann so Hitlerjugend-Führerabzeichen hatten. Aber Männlichkeitswahn ist natürlich etwas, das hat es immer gegeben. Das alleine als Erklärung für das, was wir jetzt gerade sehen, scheint mir nicht ganz ausreichend. Natürlich ist das nicht ausreichend. Nein, im Grunde ist unsere ganze Kultur gefragt. Wir haben eben eine Strömung in unserer Kultur, die Amerikaner eigentlich und die Bush-Regierung ganz konsequent vertritt. Das ist die Strömung, man muss am stärksten in der Welt sein. Wenn man am stärksten ist, ist man unabhängig, hat man Freiheit, was die Amerikaner jetzt ja auch machen, wenn sie nicht bei der Umweltschutzkonvention weiter mitmachen oder wenn sie aussteigen aus dem Strafgerichtshof und so weiter. Das ist konsequent in unserer neoliberalen Wettbewerbsgesellschaft drin auch. Man muss so stark sein, am Ende wird man unabhängig und das ist eigentlich asozial oder antisozial. Und die andere Strömung, die mal nach 1945 eine Weile aufkam, die zur Charta der Vereinten Nationen geführt hat, dass wir alle ebenbürtig und gleichberechtigt sind und dass jedes Volk, jede Nation eine Stimme hat in der UNO, das war mal ein Durchbruch zu einem Menschenbild, dass wir auf dieser Erde aufeinander angewiesen sind und es nicht darauf ankommt, dass die Stärksten nachher bestimmen, wo es lang geht. Gut, aber die Stärksten sind ja auch angegriffen worden. Also die Bedrohung, die sich manifestiert hat am 11. September, bilden sich die Vereinigten Staaten ja nicht ein. Die ist ja Nein, das ist aber eigentlich das Beweis für die andere Lebensanschauung. Nämlich, man kann so stark sein, wie man will. Man kann die besten Waffen haben, den teuersten Geheimdienst, die stärkste Wirtschaft. Man ist nicht gefeit dagegen, dass selbstmordbereite Täter aus einer ganz armen Gegend kommen und einen so schwer verletzen. Und das ist der Beweis dafür, dass wir alle aufeinander angewiesen sind.
Ja. Und dass wir auch in den Ländern, wo der Terrorismus herkommt, uns mal kümmern müssen, dass dort mehr Achtung und nicht diese Erniedrigung weiter gepflegt wird, die dort den Terrorismus entstehen lässt. Erniedrigung und Missachtung von Menschenrechten, ja, ist etwas, was man Saddam Hussein mit Sicherheit vorwerfen kann. Natürlich. Also die Rhetorik der Amerikaner, die ja auf der einen Seite simpel ist oder war bei Ronald Reagan mit dem Reich des Bösen, das kann man auch bei Bush heute sehen, die Achse des Bösen, ist ja insofern nicht unzutreffend in diesem Fall, dass es tatsächlich Charaktere gibt, weil es nicht wie der Psychoanalytiker Saddam Hussein betrachten würde, natürlich, die das Böse personifizieren. Da muss man sich doch fragen, wie setzt man sich mit dem auseinander? Das ist vollkommen richtig. Dass, Sie wissen, dass Paul Spiegel gesagt hat, im Verlauf dieser Diskussion, die Pazifisten haben Auschwitz nicht befreit. Richtig. Es waren die Armeen. Es war ja auch ursprünglich vorgesehen bei der Gründung der Vereinten Nationen, dass die sogar eine eigene Streitmacht bekommen sollten, die also nicht unter der Oberhoheit bestimmter Nationen sind, sondern eine Streitmacht, die ähnlich wie eine Weltpolizei dann also auch militärisch eingreifen kann, nicht wahr, wenn es Not am Mann ist. Nur ist jetzt eine Frage, ist es der unstrittige böse Charakter von Saddam Hussein? Ist es unstrittig, was er als an Verbrechen angerichtet hat? Aber es ist im Augenblick genauso unstrittig, dass er so schwach ist, dass er also die Welt nicht bedrohen kann. Mhm. Es war alles erlogen von Massenvernichtungswaffen, von Atomrüstung, nicht? Nichts hat man gefunden. Wissen Sie das sicher? Also ich meine, es kann ja sein, und da würde ich jetzt doch wieder den Psychoanalytiker fragen, auch deshalb, weil ich jetzt einen Historiker gelesen habe, heute in einer großen Zeitung, der sagt, Saddam Hussein, das ist wie Hitler, der im letzten Moment noch das Potenzial, was er an Zerstörung hat, benutzt, um sich selber zu zerstören am Ende, aber davor auch noch das Land. Und es könnte ja dann doch sein, jedenfalls versuchen die Briten und die Amerikaner uns das zu sagen, dass das, was da noch ist, im letzten Moment eingesetzt wird, also B- und C-Waffen zum Beispiel. Aber völlig ausgeschlossen? Aber das ist genauso Fantasie wie vieles, was in den letzten Monaten uns sogar als Realität immer behauptet worden ist. Mhm. Wir können nicht jetzt, nachdem der Blix wochenlang über 500 Städte, die zum Teil der Geheimdienst ihm genannt hat, nichts gefunden hat. Im ganzen Land kein Anhalt für Atomrüstung. Heute, glaube ich, in der Pressekonferenz hat Bush wieder gesprochen von Atomwaffen und Atomarabedrohung. Also ich glaube, chemische Waffen ist das, was man jetzt am leichtesten verfolgt, oder? Ja, aber bisher ist doch, also oder gestern oder vorgestern habe ich wieder gehört, dass er gesagt hat, dass also die Möglichkeit wäre, dass er in Nordirak, dass da Gas, also chemische Waffen liegen und dass damit also Amerika direkt bedroht würde und dass Amerika das Recht hätte, sich zu verteidigen. Mhm. Also ich glaube, das ist doch eine Verdummung von einem Ausmaß, also dass man sich das kaum anhören kann, nicht? Über diese riesen Strecken. Und der hat nun, also die tollsten Raketen, die er hatte, die waren 180 Kilometer weit. Und der kann noch nicht über tausende Kilometer Amerika bedrohen. Also dass jedes Kind versteht doch, dass diese Selbstverteidigung eben was ganz anderes ist. Das ist in Wirklichkeit, und das ist jetzt meine, und ich glaube auch das, was gerade die junge Generation, das habe ich gestern Abend in einer Schule in Kassel gehört von den Jungen, die haben alle Angst, dass wir auf eine Weltordnung zusteuern durch so einen Kolonialkrieg, in dem man jetzt also auch noch den ganzen Mittleren Osten amerikanisieren will, dass diese Ordnung, die 45 Mal geschaffen worden ist, dass wir alle ebenbürtig und gleichberechtigt und zusammenhalten müssen, um die Zukunft dieser Erde zu retten, dass diese Ordnung in Gefahr ist, wenn eine Nation sagt, wir sind von Gott berufen und bestimmen in Zukunft, dass alles so geschieht, was wir wollen. Das ist die Angst der jungen Leute. Sie werden ja im nächsten Monat 80. Also aus Ihrer langen Lebenserfahrung, ist das tatsächlich so, dass wir uns jetzt in eine Phase zubewegen, in der wir in der Realität von vielen Kriegen gegenüberstehen? Sie haben gesagt, dieses sei ein imperialer Eroberungskrieg nach Vorbildern des Kolonialzeitalters. Wenn das so ist, dann stehen uns ja viele solche Kriege bevor, oder? Richtig. Ist das so? Das hat er also sogar, da habe ich nur zitiert, den Ex-Generalsekretär der UN, den Boutros Ghali, der hat das gesagt. Das ist ein Kolonialkrieg wie im 19. Jahrhundert und nichts anderes. Ein Rückfall der Zivilisation auf eine Stufe der Entzivilisierung. Das ist tatsächlich die Jugend. Und das ist tatsächlich, was im Moment passiert. Also aus Ihrer Warte können Sie das so sehen. Das ist, was droht, wenn wir uns nicht dagegen wehren. Und damit kommen wir zur Friedensbewegung.
Auch eklatantes Deutschland macht nicht mit. Also, wenn die Amerikaner dieses jetzt so betreiben, auch weil das Trauma des 11. September sie in irgendeine Logik dazu zwingt, haben wir das Trauma der beiden Weltkriege, die wir verursacht haben und sind deshalb jetzt auf einem Kurs, der uns dazu zwingt, nichts mitzumachen? Oder? Ich glaube, dass das eine große Rolle spielt, nicht? Dass in uns das drin ist, auch in der Jugend drin ist. Also die strömen in so einen Film wie Der Pianist oder Schindler, weil sie eigentlich sich noch konfrontieren müssen mit dieser Erbschaft, die so unbewusst in ihnen drinsteckt. Mhm. Und da haben die Amerikaner eine ganz andere Geschichte. Die hatten ihr Hiroshima und Hiroshima ist bis heute eine Heldengeschichte. Und zum 50. Jahrestag wollten sie eine Ausstellung machen im Smithsonian Museum in Washington und die ist verboten worden, weil man Angst hatte, wenn die Amerikaner jetzt die schrecklichen Bilder mal sehen, was sie damals angerichtet haben, dass sie ihre Verdrängung nicht mehr aufrechterhalten können. Und das ist eine ganz andere Geschichte, die die Amerikaner haben und die wir haben. Wir können nicht verdrängen. Wir müssen uns immer wieder, man merkt ja, wenn einer mal kommt, wie der Möllemann oder Walser und sagt, wir müssen auch nicht ewig. Mhm. Wir müssen ewig. Mhm. Und die Jungen, die gehen extra dahin, um das noch genau zu erfahren. Das haben uns die Eltern und Großeltern verschwiegen. Warum hat der Impuls nicht funktioniert in Afghanistan bei diesem Krieg und bei dem Krieg gegen Restjugoslawien auf dem Balkan? Weil da war Deutschland mit dabei. Deutschland hat ohne UNO-Beschluss in Jugoslawien sich am Bombardements beteiligt. Warum ist der Impuls da nicht so stark? Also ich war kein Freund dieses Krieges und bin Anhänger von General Lockheed, der uns ja gesagt hat, da waren ganze 37 Leute getötet, als dieses Auschwitz-Panorama entworfen wurde. Aber es kam dann natürlich diese, und ich glaube, dass die Deutschen damals und wir alle unter dem Eindruck standen, wir müssen ein Volk beschützen, das in Gefahr ist, jetzt einem Genozid ausgesetzt zu sein. Es hat sich nachträglich herausgestellt. Das gilt für Kosovo. Afghanistan. Afghanistan ist doch eine Parallele. Jetzt, es ist doch nicht zu verstehen. Die Amerikaner verstehen es nicht. Warum wir in Afghanistan noch an ihrer Seite gekämpft haben, aber jetzt, wenn es um den noch böseren Feind geht, das nicht mehr tun. Ich glaube, Afghanistan, da waren wir alle, ich auch, psychologisch noch unter dem Eindruck des Schocks vom 11. September. Da war der Eindruck, also dieses Amerika verdient es jetzt oder braucht es jetzt, wie so ein Patient, dass mal alle hinfahren und die unterstützen und ihnen, naja, man hat mitgetrauert. Es war schrecklich, was da angerichtet wurde und da war es einfach ein ganz anderer moralischer Zustand. Da, und jetzt sind wir aufgewacht aus diesem... Wie bitte? Jetzt sind wir aufgewacht. Jetzt sind wir aufgewacht und jetzt merken wir auch, dass es eigentlich nicht darum nur ging, sozusagen den 11. September, ich sag mal, wettzumachen oder zu vergelten, sondern dass der benutzt wird jetzt für eine möglicherweise Kette von Kriegen. Das ist meine Befürchtung und deshalb auch diese Achse des Bösen, die von Bush benannt wurde. Wobei ich allerdings meine, dass der große Widerstand im Sicherheitsrat und in dieser Weltfriedensbewegung es verhindern wird, dass diese Kette von Kriegen, meine Hoffnung jedenfalls, Sie schütteln den Kopf. Nein, ich wollte fragen, diese Weltfriedensbewegung wird einerseits beschrieben als groß, größer auch als damals in den 80er Jahren, aber weil sie auch so heterogen ist. Und das, dann sagen die anderen, das wird dann keine Bewegung in dem Sinne, weil sie nach Ende des Krieges wieder auseinanderfällt. Was glauben Sie, sehen wir hier jetzt den Beginn einer neuen Weltfriedensbewegung? Ja, es ist schwierig mit dem Begriff. Also eine Bewegung, das passte damals sehr. Das, was jetzt ist, das ist eigentlich mehr als eine Bewegung. Nicht wahr? Dieser Aufstand, der ja große Gruppen erfasst, die überhaupt nicht pazifistisch sind und die nicht irgendwo von einer Ideologie herkommen. Nicht wahr? Das ist einfach so ein Aufstand, würde ich mal sagen, das Gefühl der Anständigkeit oder dass man etwas verhindern muss, was unmenschlich ist oder was nicht überzeugt oder wo die Menschen sich auch belogen und betrogen fühlen. Und da meine ich, gibt sich jetzt, und ich habe hier bei solchen Großveranstaltungen mitgemacht und erlebe da, dass ein ganz anderer Geist ist als in den 80er Jahren. Das ist nicht so militant und nicht so zähnefletschend und mit geballter Faust, sondern das ist so eine moralische, würde ich mal sagen, Selbstachtung dabei.
Ich war deshalb also auch nicht so gewaltträchtig im Gefühl, das Gute ist auf unserer Seite. Es ist genau umgekehrt, wie uns gesagt wird. Und wir wollen das nicht, nachdem wir so viele Lügen gehört haben. Jetzt wissen wir, man hat bisher keine Massenvernichtungswaffen gefunden. Der hat nichts zu tun mit dem, mit den Al-Qaida und so. Also das ist alles nicht redlich. Mhm. Und jetzt war es auf dem guten Wege, dass diese Inspekteure angefangen hatten, Abrüstungserfolge zu erzielen. Das hätte man fortsetzen sollen. Und jetzt wird der Krieg vom Zaun gebrochen, weil man den Krieg wollte. Und dieses Gefühl der Menschen, der Krieg ist gewollt. Und das war wie ein Marionettentheater, dass man diese Inspekteure da hat rumsuchen lassen und war beinahe böse, dass sie nichts gefunden haben und hat dann noch jetzt schnell den Krieg gemacht. Also man das spüren die Leute, dass sie betrogen worden sind. Wir sind gespannt. Das klingt ja jetzt nach einer ganz anderen Auseinandersetzung auf einer Ebene des Guten gegen des noch Besseren. Ja, es hat sich verdreht. Es hat sich verdreht. Es gäbe so viele interessante Fragen, aber heute sind wir am Ende der Sendung. Ich danke sehr für den Besuch aus dem Weltrichter. Vielen Dank. Das war's von uns. Am Montag sehen Sie uns wieder, dann mit Bundespräsident Johannes. Geschichte, die die Amerikaner haben und die wir haben. Wir können nicht verdrängen. Wir müssen uns immer wieder, man merkt ja, wenn einer mal kommt, wie der Möllemann oder Walser und sagt, wir müssen auch nicht ewig. Mhm. Wir müssen ewig. Und die Jungen, die gehen extra dahin, um das noch genau zu erfahren. Das haben uns die Eltern und Großeltern verschwiegen. Warum hat der Impuls nicht funktioniert in Afghanistan bei diesem Krieg und bei dem Krieg gegen Restjugoslawien auf dem Balkan? Weil da war Deutschland mit dabei. Deutschland hat ohne UNO-Beschluss in Jugoslawien sich am Bombardements beteiligt. Warum ist der Impuls da nicht so stark? Also ich war kein Freund dieses Krieges und bin Anhänger von General Lockheed, der uns ja gesagt hat, da waren ganze 37 Leute getötet, als dieses Auschwitz-Panorama entworfen wurde. Aber es kam dann natürlich diese, und ich glaube, dass die Deutschen damals und wir alle unter dem Eindruck standen, wir müssen ein Volk beschützen, das in Gefahr ist, jetzt einem Genozid ausgesetzt zu sein. Das hat sich nachträglich herausgestellt. Das gilt für Kosovo. Afghanistan. Afghanistan ist doch eine Parallele. Jetzt, es ist doch nicht zu verstehen, die Amerikaner verstehen es nicht, warum wir in Afghanistan noch an ihrer Seite gekämpft haben, aber jetzt, wenn es um den noch böseren Feind geht, das nicht mehr tun. Ich glaube, Afghanistan, da waren wir alle, insbesondere ich auch, psychologisch noch unter dem Eindruck des Schocks vom 11. September. Da war der Eindruck, also dieses Amerika verdient es jetzt oder braucht es jetzt, wie so ein Patient, dass mal alle hinfahren und die unterstützen und ihnen, naja, man hat mitgetrauert. Es war schrecklich, was da angerichtet wurde und da war es einfach ein ganz anderer moralischer Zustand. Jetzt sind wir aufgewacht aus diesem... Wie bitte? Jetzt sind wir aufgewacht. Jetzt sind wir aufgewacht und jetzt merken wir auch, dass es eigentlich nicht darum nur ging, sozusagen den 11. September, ich sag mal, wettzumachen oder zu vergelten, sondern dass der benutzt wird jetzt für eine möglicherweise Kette von Kriegen. Das ist meine Befürchtung und deshalb auch diese Achse des Bösen, die von Bush benannt wurde. Wobei ich allerdings meine, dass der große Widerstand im Sicherheitsrat und in dieser Weltfriedensbewegung es verhindern wird, dass diese Kette von Kriegen, meine Hoffnung jedenfalls, Sie schütteln den Kopf. Nein, ich wollte fragen, diese Weltfriedensbewegung wird einerseits beschrieben als groß, größer auch als damals in den 80er Jahren, aber weil sie auch so heterogen ist. Und das, dann sagen die anderen, das wird dann keine Bewegung in dem Sinne, weil sie nach Ende des Krieges wieder auseinanderfällt. Was glauben Sie, sehen wir hier jetzt den Beginn einer neuen Weltfriedensbewegung? Ja, es ist schwierig mit dem Begriff. Also eine Bewegung, das passte damals sehr. Was jetzt anderes ist, das ist in Wirklichkeit, und das ist jetzt meine, und ich glaube auch das, was gerade die junge Generation, das habe ich gestern Abend in einer Schule in Kassel gehört von den Jungen, die haben alle Angst, dass wir auf eine Weltordnung zusteuern, durch so einen Kolonialkrieg, in dem man jetzt also auch noch den ganzen Mittleren Osten amerikanisieren will, dass diese Ordnung, die 45 Mal geschaffen worden ist, dass wir alle ebenbürtig und gleichberechtigt und zusammenhalten müssen, um die Zukunft dieser Erde zu retten.
dass diese Ordnung in Gefahr ist, wenn eine Nation sagt, wir sind von Gott berufen und bestimmen in Zukunft, dass alles so geschieht, was wir wollen. Das ist die Angst der jungen Leute. Sie werden ja im nächsten Monat 80. Also aus Ihrer langen Lebenserfahrung, ist das tatsächlich so, dass wir uns jetzt in eine Phase zubewegen, in der wir in der Realität von vielen Kriegen gegenüberstehen? Sie haben gesagt, dieses sei ein imperialer Eroberungskrieg nach Vorbildern des Kolonialzeitalters. Wenn das so ist, dann stehen uns ja viele solche Kriege bevor, oder? Richtig. Ist das so? Das hat also sogar, da habe ich nur zitiert, den Ex-Generalsekretär der UN, den Boutros Ghali. Der hat das gesagt. Das ist ein Kolonialkrieg wie im 19. Jahrhundert und nichts anderes. Ein Rückfall der Zivilisation auf eine Stufe der Entzivilisierung. Das ist tatsächlich die Jugend. Und das ist tatsächlich, was im Moment passiert. Also aus Ihrer Warte können Sie das so sehen. Das droht, wenn wir uns nicht dagegen wehren. Und damit kommen wir zur Friedensbewegung. Auch eklatantes Deutschland macht nicht mit. Also, wenn die Amerikaner dieses jetzt so betreiben, auch weil das Trauma des 11. September sie in irgendeine Logik dazu zwingt, haben wir das Trauma der beiden Weltkriege, die wir verursacht haben, und sind deshalb jetzt auf einem Kurs, der uns dazu zwingt, nichts mitzumachen? Oder? Ich glaube, dass das eine große Rolle spielt, nicht? Dass in uns das drin ist, auch in der Jugend drin ist. Also die strömen in so einen Film wie Der Pianist oder Schindler, weil sie eigentlich sich noch konfrontieren müssen mit dieser Erbschaft, die so unbewusst in ihnen drinsteckt. Mhm. Und da haben die Amerikaner eine ganz andere Geschichte. Die hatten ihr Hiroshima und Hiroshima ist bis heute eine Heldengeschichte. Und zum 50. Jahrestag wollten sie eine Ausstellung machen im Smithsonian Museum in Washington und die ist verboten worden, weil man Angst hatte, wenn die Amerikaner jetzt die schrecklichen Bilder mal sehen, was sie damals angerichtet haben, dass sie ihre Verdrängung nicht mehr aufrechterhalten können. Und das ist eine ganz andere Geschichte, die die Amerikaner haben und die wir haben. Wir können nicht verdrängen. Wir müssen uns immer wieder, man merkt ja, wenn einer mal kommt, wie der Möllemann oder Walser und sagt, wir müssen doch nicht ewig. Mhm. Wir müssen ewig. Mhm. Und die Jungen, die gehen extra dahin, um das noch genau zu erfahren. Das haben uns die Eltern und Großeltern verschwiegen. Warum hat der Impuls nicht funktioniert in Afghanistan bei diesem Krieg und bei dem Krieg gegen Rest? Im Westen benehmen sich vielfach wie eine vierte Waffengattung, neben Heer, Marine und Luftwaffe. Das nicht wie eine vierte Gewalt, die darauf... Nicht wie eine vierte Gewalt, ja nicht. Aber wir sind ja nicht in der Lage zu transportieren, was Krieg wirklich ist. Also wenn Sie beispielsweise diese Bilder sehen, gibt es Erinnerungen an das, was Sie als 18-Jähriger erlebt haben, als Sie eingezogen wurden, 41? Also jetzt, wenn so Kämpfe demnächst kommen werden, so wie sie etwa auch in dem Film Soldat Ryan zu sehen waren, nicht wahr? Das erinnert mich sehr an das, was ich noch in mir drin habe. Die Bilder, die ich noch genau habe, wie ich mit 18 Jahren in Russland war, zum Beispiel bei unserem Übergang über den Don und dann in einer Nacht also etwa die Hälfte unserer Mannschaft verloren haben. Und dieses Krachen und das Wimmern und die Verletzten und die Verstümmelten und die Angst und der Geruch in der Luft und was das dann in einem anrichtet, nicht? Davon wird man nie frei. Ich glaube, daran denken Politiker auch am allerwenigsten, was denen angerichtet wird, die dann töten müssen. Und töten müssen Menschen, die man nicht als persönliche Feinde erkennt. Ich habe bis heute noch so russische Leute, die ich kennengelernt habe, meine Ruhestellung im Kopf. Damals habe ich mir gesagt, so, ich werde sofort nach dem Krieg wieder nach Russland fahren, dass die mal und zu denen ein freundschaftliches Verhältnis herstellen. Und das war vielleicht auch einer der Gründe für mein späteres Engagement. Der Krieg entmenscht. Ja. In dem Sinne ja auch, dass man tötet, was man eigentlich, wofür man eigentlich nicht erzogen wurde. Sie jedenfalls wurden nicht dazu überhaupt erzogen. Nicht. Also Sie haben einen Prozess durchgemacht, um dieses tun zu können, die militärische Disziplin. Naja, also ich vermute, wenn ich an diese Bilder denke, da dieser russischen Menschen, den ich damals, oder wo ich das Gefühl hatte, ich fahre jetzt hier, der Krieg wird bald zu Ende sein, ich war naiv, das war 1942, es sah so aus, dass die Deutschen überall Erfolg haben, und dann dachte ich, ich habe mich so geschämt, weil ich die Menschen so freundlich erlebte, die Russen, in Ruhestellung mal. Später dann? Nee, damals. Damals, mitten im Krieg. Die Zivilisten? Ja, Zivilisten, wenn man mal da in so einem Haus übernachtete. Und ich meine, dass auch jetzt
viele Soldaten freundliche Iraker kennenlernen. Und die wurden uns ja alle immer als freundlich geschildert. Nicht wahr? Das sind nicht die persönlichen Feinde, die dann umgebracht werden. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die, die dann ihre Cruise Missiles abschießen oder ihre Raketen oder Bomben, dass es denen doch schwierig ist, daran zu denken, was sie da anrichten. Obwohl sie es nicht sehen. In diesem modernen Krieg nicht, ist man selber in geschützter Entfernung, wenn man da aus dem Flugzeug. Der von Sigmund Freud in der heutigen Zeit bezeichnen kann, er war die Ikone, die Leitfigur der Friedensbewegung der 80er Jahre und er ist Friedensnobelpreisträger geworden 1985 mit der Internationalen Organisation der Ärzte gegen den Atomkrieg. Heute zu Gast der Psychoanalytiker Horst Eberhard Richter. Herzlich willkommen, Herr Richter. Ich darf einmal sprechen. Die meisten Zuschauer, auch unsere, kennen den Krieg jetzt nur aus dem Fernsehen und im Moment wird sehr viel Krieg gesendet. Ist das das Gegenteil von Aufklärung eigentlich? Naja, das kann man wohl sagen. Also in Schweden gab es ja eine sehr eindrucksvolle Studie, sogar von dem Amt für psychologische Verteidigung, also einer offiziellen staatlichen Organisation, eine Untersuchung über das Verhalten der Medien im Kosovo-Krieg. Mhm. Resultat, die Medien heute im Westen benehmen sich vielfach wie eine vierte Waffengattung, neben Heer, Marine und Luftwaffe. Mhm. Das nicht wie eine vierte Gewalt, die darauf... Nicht wie eine vierte Gewalt, ja nicht. Aber wir sind ja nicht in der Lage zu transportieren, was Krieg wirklich ist. Also wenn Sie beispielsweise diese Bilder sehen, gibt es Erinnerungen an das, was Sie als 18-Jähriger erlebt haben, als Sie eingezogen wurden, 41? Also jetzt, wenn so Kämpfe demnächst kommen werden, so wie sie etwa auch in dem Film Soldat Ryan zu sehen waren, nicht wahr? Das erinnert mich sehr an das, was ich noch in mir drin habe. Die Bilder, die ich noch genau habe, wie ich mit 18 Jahren in Russland war, zum Beispiel bei unserem Übergang über den Don und dann in einer Nacht also etwa die Hälfte unserer Mannschaft verloren haben. Und dieses Krachen und das Wimmern und die Verletzten und die Verstümmelten und die Angst und der Geruch in der Luft und was das dann in einem anrichtet, nicht? Das, davon wird man nie frei. Ich glaube, daran denken Politiker auch am allerwenigsten, was denen angerichtet wird, die dann töten müssen. Und töten müssen Menschen, die man nicht als persönliche Feinde erkennt. Ich habe bis heute noch so russische Leute, die ich kennengelernt habe, meine Ruhestellung im Kopf. Damals habe ich mir gesagt, so, ich werde sofort nach dem Krieg wieder nach Russland fahren, dass die mal und zu denen ein freundschaftliches Verhältnis herstellen. Und das war vielleicht auch einer der Gründe für mein späteres Engagement. Der Krieg entmenscht. Ja. In dem Sinne ja auch, dass man tötet, was man eigentlich, wofür man eigentlich nicht erzogen wurde. Sie jedenfalls wurden nicht dazu überhaupt erzogen. Nicht. Also Sie haben einen Prozess durchgemacht, um dieses tun zu können, die militärische Disziplin. Naja, also ich vermute, wenn ich an diese Bilder denke, da dieser russischen Menschen, den ich damals, oder wo ich das Gefühl hatte, ich fahre jetzt hier, der Krieg wird bald zu Ende sein. Ich war naiv, das war 1942. Es sah so aus, dass die Deutschen überall Erfolg haben. Dann dachte ich, ich habe... Benutzt, um sich selber zu zerstören am Ende, aber davor auch noch das Land. Und es könnte ja dann doch sein, jedenfalls versuchen die Briten und die Amerikaner uns das zu sagen, dass das, was da noch ist, im letzten Moment eingesetzt wird. Also B- und C-Waffen zum Beispiel. Aber völlig ausgeschlossen? Aber das ist genauso Fantasie wie vieles, was in den letzten Monaten uns sogar als Realität immer behauptet worden ist. Mhm. Wir können nicht jetzt, nachdem der Blix wochenlang über 500 Städte, die zum Teil der Geheimdienst ihm genannt hat, nichts gefunden hat, im ganzen Land kein Anhalt für Atomrüstung. Heute, glaube ich, in der Pressekonferenz hat Bush wieder gesprochen von Atomwaffen und Atomarabedrohung. Also ich glaube, chemische Waffen ist das, was man jetzt am leichtesten verfolgt, oder? Ja, aber bisher ist doch, also oder gestern oder vorgestern habe ich wieder gehört, dass er gesagt hat, dass also die Möglichkeit wäre, dass er in Nordirak, dass da Gas, also chemische Waffen liegen und dass damit also Amerika direkt bedroht würde und dass Amerika das Recht hätte, sich zu verteidigen. Mhm. Also ich glaube, das ist doch eine Verdummung
von einem Ausmaß, also dass man sich das kaum anhören kann, nicht? Über diese Riesenstrecken. Und der hatten, und also die tollsten Raketen, die er hatte, die waren 180 Kilometer weit. Und der kann noch nicht über tausende Kilometer Amerika bedrohen. Also diese, dass jedes Kind versteht doch, dass diese Selbstverteidigung eben was ganz anderes ist. Das ist in Wirklichkeit, und das ist jetzt meine, und ich glaube auch das, was gerade die junge Generation, das habe ich gestern Abend in einer Schule in Kassel gehört von den Jungen, die haben alle Angst, dass wir auf eine Weltordnung zusteuern durch so einen Kolonialkrieg, in dem man jetzt also auch noch den ganzen Mittleren Osten amerikanisieren will, dass diese Ordnung, die 45 Mal geschaffen worden ist, dass wir alle ebenbürtig und gleichberechtigt und zusammenhalten müssen, um die Zukunft dieser Erde zu retten. Dass diese Ordnung in Gefahr ist, wenn eine Nation sagt, wir sind von Gott berufen und bestimmen in Zukunft, dass alles so geschieht, was wir wollen. Das ist die Angst der jungen Leute. Sie werden ja im nächsten Monat 80. Also aus Ihrer langen Lebenserfahrung, ist das tatsächlich so, dass wir uns jetzt in eine Phase zubewegen, in der wir in der Realität von vielen Kriegen gegenüberstehen? Sie haben gesagt, dieses sei ein imperialer Eroberungskrieg nach Vorbildern des Kolonialzeitalters. Wenn das so ist, das dann, stehen uns ja viele solcher Kriege bevor. Richtig. Ist das so? Das hat er also sogar, da habe ich nur zitiert, den Ex-Generalsekretär der UN, den Boutros Ghali. Der hat das gesagt. Das ist ein Kolonialkrieg wie im 19. Jahrhundert und nichts anderes. Ein Rückfall der Zivilisation auf eine Stufe der Entzivilisierung. Das ist tatsächlich die Jugend. Und das ist tatsächlich, was im Moment passiert. Also aus Ihrer Warte können Sie das so sehen. Das droht, wenn wir uns nicht dagegen wehren.